Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem wirklich sehr geliebten Podcast Erfolgreich glücklich sein. Und wir freuen uns sehr, dass so viele Zuschriften zu Walters Podcast über das Thema Visionen kamen. Und da kamen wirklich viele Fragen und deswegen haben wir uns entschieden, dass diese Fragen auch aufgegriffen werden sollten. Und wir wollen sie heute, alle, die da so kamen, mit hineinnehmen in den heutigen Podcast. Und eine kleine Zuschrift lesen wir dir jetzt hier mal direkt vor, denn es geht um das Thema, wie starte ich mein Business? Könnt ihr da bitte mal einen Podcast zu machen zum Thema, wie starte ich mein Business? Was ist dafür wichtig, gerade im Hinblick auf Gefühle und Visionen? Wie schaffe ich es, wirklich sichtbar zu werden? Und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, meine Vision wird so torpediert? Alles ist quasi gegen mich. Was kann ich dann tun, um in der Vision zu bleiben, wenn mir sogar Rechtsstreitereien drohen und sonstige schlimme Dinge? Darauf gehen wir heute ein. Also, wenn dich das interessiert, bleib dran. Ja, Vision ist unser Steckenpferd, haben wir schon mehrfach gesagt. Und wir wollen am Anfang nochmal klar machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ziel und einer Vision. Es ist etwas, nicht etwas, was wir erreichen können, sozusagen, wo wir sagen können, okay, angekommen, sondern es ist etwas, wie wir uns fühlen wollen. Also einen Seinszustand und etwas, was unser Leben begleitet. Also geprägt von Werten, von Eigenschaften, von Gefühlen. Wie möchtest du dich letztendlich fühlen in deiner Zukunft? Das ist immer die Frage bei einer Vision. Und wie kannst du dorthin kommen, dass du dich nachher so fühlst? Und die Begleitumstände natürlich dementsprechend dann so sind, dass du dich so fühlen kannst. Und ich glaube wirklich, das Allerrelevanteste ist, dass uns klar wird, dass auf dem Weg in unsere Vision nicht sich alles einfach so hinlegt oder in unseren Schoß plumpst. Nein, es ist natürlich immer auch mal wieder herausfordernd. Und es braucht eben diesen Muskel, der gestärkt werden will, der Zuversicht, des Vertrauens, der vielleicht manchmal auch aufkommenden Zweifel, aber dann eben auch die wichtigen und relevanten Instrumente, um genau damit umzugehen. Und da ist es wirklich wichtig, dran zu bleiben. Ich glaube, dass den Erfolgreichen vom Erfolglosen nur eines unterscheidet, nämlich einmal, dass er überhaupt angefangen hat, also dass er angefangen hat, etwas Neues in sein Leben zu bringen, einer Vision jetzt nachzugehen. Und dann der zweiteste und wichtigste Schritt vielleicht dabei ist, dran zu bleiben, auch wenn es sich im Außen überhaupt nicht so zeigt. Wenn es gar nicht so in die richtige Richtung läuft, wie du dir das wünschst, dann erst recht dran zu bleiben und das als eine Chance zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, was in unseren, ja, besonders vielleicht deutschen Breitengraden nicht so ganz gelernt wurde. Da kommen mir manchmal Amerikaner mit ihrem Big American Dream so vor, als könnten sie das leichter, als würden sie eher daran glauben, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Wir Deutschen sind da vielleicht auch nicht so in diese Richtung geprägt worden, dass alles möglich ist oder alles möglich sein kann und können deshalb schon alleine per se nicht so ganz immer drauf vertrauen. Aber hier gilt es einfach nur zu üben. Je mehr wir üben zu vertrauen und je mehr wir dennoch jetzt schon jeden Tag keine Ausrede gelten lassen, um dennoch uns wieder in unsere Vision hinein zu beamen, egal was im Außen ist. Das ist ganz wichtig. Es darf uns erst einmal egal sein, was im Außen ist. Wir dürfen das üben. Umso schneller kommt es in unser Leben. So ist es. Jetzt dürfen wir mal schauen, bei einem erfolgreichen Business, was ist da überhaupt am Anfang da? Da ist eine Idee. Da ist etwas, warum du das gerne machen möchtest. Und das hat ja per se schon mit Gefühlen zu tun, mit Begeisterung für etwas. Und wenn es nur die Begeisterung für Geld ist, ist das manchmal ein bisschen wenig. Aber Geld ist wunderbar, doch es ist viel wichtiger, dich zu fragen, warum möchte ich denn viel Geld verdienen? Beziehungsweise, wenn es gar nicht das Geld ist, sondern eben eher diese wunderbare Idee, warum möchte ich das? Warum? Und das ist letztendlich die Frage, die dorthin führt zu dem ersten Impuls, weil du hattest eine Idee, etwas, was von innen kam und die soll sich jetzt im Außen in deinem Business verwirklichen. Also schau mal, dass du einmal dieses Warum klarkriegst. Also warum möchtest du das und was hast du damit zu geben? Macht das Sinn, was du dort hast? Ist es etwas, was der Menschheit dient oder ist es eigentlich kompletter, ja, Nonsens? Und die meisten der Leute, die hier uns schreiben, haben natürlich tolle Ideen und sie haben Ideen, die anderen was bringen und sie haben Ideen, mit denen sie wunderbar auch Geld verdienen können. Und jetzt kommen so ein paar Spielchen rein, dass man schaut, okay, wie groß darf denn die Vision überhaupt sein?
Und auch da torpedieren wir oftmals schon unsere eigene Vision, wenn wir sagen, naja, so ein bisschen mehr oder so ein klein bisschen Erfolg da und da, vielleicht 100 Kunden in dem und dem Business. Und da limitieren wir uns schon selbst. Also wenn du ein Business anfängst gerade, dann schau mal, okay, was ist dann der große Rahmen, also der große Referenzrahmen, wo du vielleicht in 10, 15 Jahren sein könntest. Wie stark und wie groß könnte diese wunderbare Idee dein Warum wirklich werden? Und das macht uns manchmal zu schaffen, weil wir dann so schon den ersten Erfolgsverhinderern begegnen, die sagen, ja, was glaubst denn du, wieso soll denn das so durchschlagenden Erfolg haben? Und bei uns war es ähnlich. Wir hatten uns auch diese Frage gestellt mit unserem Coaching-Business, wie groß soll das werden, nachdem uns ein Freund darauf angesprochen hat und uns gesagt hat, er weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Wir haben uns also wirklich diese Vision, diesen Referenzrahmen groß gemacht und wir haben ihn mit unserem Warum verbunden. Und ich glaube, damit positionierst du wie so eine Art Magnet im Außen und das zieht dich automatisch genau zu deiner Vision, weil du überhaupt die Möglichkeit, den Rahmen dafür geschaffen hast. Und nicht nur das, dann geht es darum, jedes einzelne Gefühl, das in dir noch dagegen spricht, also Zweifel, Ängste, auch dieses Gefühl, Angst vielleicht auch davor sichtbar zu werden, das bewusst und bejahend zu fühlen und dadurch auch zu schauen, wo das herkommt. Also immer wieder, und das sagen wir auch immer, auf dem Weg in deine Vision begegnest du ganz automatisch den Erfolgsverhinderern und den Bremsen, die in dir sind, die noch aufgelöst werden dürfen. Also wenn du das Problem hast, dass du das Gefühl hast, du wärst nicht sichtbar, dann darfst du da nochmal hinschauen, was dich selbst vielleicht im Moment noch davon abhält, sichtbar zu werden. Und das war auch bei uns ab einem gewissen Punkt echt ein Thema, weil wir gemerkt haben, wow, jetzt sind wir so bekannt und schon so groß, dass auch mal durchaus irgendjemand kommen kann, der uns nicht cool findet. Also je größer, je bekannter man wird, umso mehr wird man natürlich auch Menschen mal erreichen oder ansprechen, die das nicht cool finden, was man macht. Das hat vielleicht auch einiges mit Neid und Missgunst zu tun, was da nochmal zu einem kommt. Also es ist nicht immer alles so einfach und leicht. Und dann darf man sich selbst nochmal ganz klar ausrichten und sich entscheiden. Und all die Ängste, die da in einem selber vielleicht noch sind, zum Thema Neid, Missgunst, vielleicht auch missverstanden werden, auch das kann man natürlich nicht kontrollieren. Wir können niemals kontrollieren, was bei anderen Menschen jetzt wirklich ankommt von dem, was wir sagen und wie wir es meinen, kommt nicht immer alles genauso an, wie es gemeint war, wird missverstanden und dann kritisiert. Also wie gehe ich mit Kritik um? Woran erinnert mich das, diese Angst davor, sichtbar zu sein mit meinem Herzensthema? Denn oftmals ist es auch so, wenn wir das Herzensthema auf die Welt bringen wollen mit unserem Business, dann fühlen wir uns leichter verletzlich. Dann haben wir Angst, dass wir eben auch wieder kritisiert werden, dass jemand das blöd finden könnte oder dass es vielleicht nicht funktionieren würde. Und deshalb fangen wir gar nicht wirklich erst an oder verschwinden hinter so einem Vorhang von ja, unsichtbar sein schon fast, aber das ist unser Vorhang und es hat mit unserer Geschichte zu tun. Also es ist wirklich wichtig, auf diesem Weg in die Vision immer so selbst ehrlich wie möglich zu sein und sich diese ganzen Schattenthemen, die noch in uns wohnen, wirklich jedes Mal wieder anzusehen. Und das machen wir bei jeder einzelnen Vision. Keine unserer Visionen ist einfach so in unser Leben geplumpst, auch nicht die unserer Berufung oder unserer, unseres Erfolgreichseins. Das ist nicht alles einfach so gekommen, sondern es war immer damit verbunden, nochmal in der liegenden Acht, in unserer Coaching-Methode, in die Vergangenheit zurückzugehen und wirklich dort sehr ehrlich zu schauen, was hindert mich gerade daran? Welcher alte Glaubenssatz kommt hier hoch? Oder welches Gefühl möchte ich vermeiden zu fühlen und deshalb komme ich in meiner Vision nicht weiter. Wir sind alles sehr kreative, schöpferische Wesen. Alles das, was in unserem Leben heute ist, haben wir mit erschaffen. Und all das, was noch nicht in unserem Leben ist, haben wir ebenfalls mit erschaffen. Das heißt also, dass das, wo du jetzt stehst, ein Ergebnis von dem ist, was du täglich denkst und fühlst. Das ist ein Ergebnis von deiner ganz eigenen Energiewolke. Und das macht es im Grunde auch leichter, finde ich, weil es dann klar wird, dass wenn etwas nicht in unser Leben kommt, ich selber das im Moment noch vermeide. Und ich sage auch gar nicht, dass manche Dinge, die nicht in unser Leben kommen, vielleicht auch einfach gar nicht in unser Leben kommen sollen. Und das ist auch so ein Gefühl von Vertrauen, das wir da beispielsweise mit reingeben. Wenn etwas nicht kommen will, obwohl ich wirklich
mich in dieser Vision befinde, obwohl ich das fühlen kann, obwohl ich da schon drin bin, obwohl ich auch mein tiefes Warum dahinter kenne und das ein Warum ist, das für alle gut ist und sinnvoll und es kommt dann dennoch nicht, dann vielleicht deshalb, weil noch etwas viel Besseres auf uns wartet. Wenn also alle Dinge aus dem Weg geräumt wurden von mir selber, meine ganzen Erfolgsverhinderer und Blockaden und es kommt dennoch nicht, dann vielleicht auch nur deshalb, weil etwas noch viel Besseres kommen soll. Es kann natürlich auch sein, dass wir, dadurch, dass wir ja die Vision an Werten, an Eigenschaften, an Gefühlen orientieren, dass da irgendwo noch ein kleiner schlummernder Erfolgsverhinderer ist. Das heißt, wir switchen manchmal zu schnell in einer Vision hin zu einem Ziel. Das ist genau das Dilemma, gerade bei einem Business. Bei einem Business ist es natürlich ganz klar, du visionierst, kannst dir vorstellen, wie so eine Art Bauer, der setzt sich vor sein Feld und visioniert, dass da was wächst. Wird es funktionieren? Eher nicht. Er muss schon auch säen. Aber er könnte sehr wohl diese am Ende des Jahres sich visionieren, wie er sich fühlen will. Mit der wunderbaren Ernte, mit dem Erfolg, den er hat, mit der satten Familie oder. Aber er muss natürlich auch säen. Und das ist bei einem Business ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, okay, wir visionieren uns jetzt das perfekte Business und ja, wundern uns, dass es nicht kommt, aber merken dann irgendwie, so richtig viel dafür habe ich auch nicht getan. Und ganz besonders die Dinge, die mich herausgefordert hätten, die mir Angst gemacht hätten, die habe ich vielleicht gar nicht gemacht. Und das ist letztendlich die Kombination. Natürlich darfst du deine Komfortzone verlassen. Du darfst gerade bei deinem Business jeden Tag etwas dafür tun. Und wir haben jeden Tag, bei uns gab es gar keine Wochenenden, wir haben immer etwas dafür getan. Wir haben uns jetzt nicht tot gearbeitet, aber wir haben jeden Tag etwas dafür getan. Wir haben uns überlegt, wir waren kreativ, haben das ausprobiert. Wir haben den Samen gesät und den Samen. Und sind alle aufgegangen? Nein. Aber nach und nach fing an, etwas zu wachsen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei einem Business ganz in den Vordergrund stellen dürfen, dass wir auf der einen Seite jeden Tag unsere Energiewolke ausrichten, also visionieren und jeden Tag etwas Sinnvolles dafür tun. Wirklich auch die Dinge tun, die uns eher schwerfallen. Und natürlich auch wirklich in dieser Energie der Liebe. Ich finde, das ist so mit das, was uns immer sehr angetrieben hat. Wir waren immer beseelt, wir waren immer begeistert und wir waren immer in dieser tiefen Intention, auch vielleicht nur einer einzigen Person jetzt etwas Gutes zu tun. Aber dafür hat es sich schon sehr rentiert für uns. Also wir waren gar nicht so darauf aus, zu verkaufen oder irgendwie gut dazustehen. Uns war wichtig, etwas mitzugeben. Also dieser tiefe innere Wunsch, etwas Gutes zu geben für diese Welt, für die Menschen hier. Das war unser Hauptantrieb und das ist es noch immer. Es ist noch immer unser Hauptantrieb und es ist quasi das, was unsere Ernte und unsere Bezahlung ist, neben all dem anderen, was natürlich auch an Geld reinkommt. So ist unsere Bezahlung wirklich die, zu hören, dass sich Menschen verändern konnten, dass sie in ein glücklicheres Leben gegangen sind, dass sie ihre Berufung und ihr Hiersein jetzt mehr genießen und leben. Das ist das, was uns glücklich macht. Das ist die Währung, in der wir bezahlt werden und was am allermeisten bei uns ankommt. Und das ist eben auch wieder so ein Aspekt. Wir dürfen uns in jedem Moment in Fülle fühlen. Und Fülle ist für mich nicht nur Geld, ne? Das, was da unterm Strich dann reinkommt, wenn ich meine Vision auf die Welt bringe, wenn ich jetzt mein neues Business starte, dann geht es tatsächlich nicht in erster Linie um Geld. Walter hatte das auch schon gesagt, sondern es geht wirklich um die Sinnhaftigkeit, die dahinter steckt. Und da darf man manchmal einen langen Atem haben und den hatten wir. Wir haben uns sehr reduziert und eingeschränkt auf das Nötigste, um unsere Berufung auf die Welt zu bringen. Das war eine Zeit von eben sich nicht alles gönnen können. Aber es war überhaupt nicht schlimm, weil wir uns dennoch absolut in der Fülle gefühlt haben. Und zwar in der Fülle, die wir empfunden haben im Sinne von, wir haben genug Zeit, unsere Berufung zu leben. Wir haben genug Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben vielleicht einen Menschen jetzt am anderen Ende, der sich dadurch unterstützt fühlt. Das alles hat uns wie in einer absoluten Fülle sein lassen. Das hat sich sehr, sehr wohlständig angefühlt. Das heißt also, du darfst für dich auch mal schauen, wo du jetzt schon dieses Gefühl von Fülle hast, sodass du nicht in einen Mangel kommst. Denn Mangel zieht natürlich auch den Erfolg im Business eher von dir weg als zu dir hin.
Und wenn du dich nicht sichtbar fühlst, dann wirst du mehr davon bekommen, nicht sichtbar zu sein. Aber wenn du wahrnimmst, wo du schon sichtbar bist, sichtbar vielleicht bei deinen Kindern, sichtbar vielleicht bei der Nachbarin, sichtbar vielleicht schon bei einer einzigen Person, die du heute beglückt hast mit dem, was du gibst, denn das ist es eben auch, zu geben, ist tatsächlich das, worauf es ankommt in einem erfolgreichen Business. Also was habe ich hier für dich dabei? Wie kann ich deine Themen unterstützen, lösen, heilen? Was kann ich für dich tun, damit es dir heute besser geht? Das darf ganz oben stehen in der Intention, wenn ich arbeite. Und das war immer mein oberstes Ansinnen. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch mit allem, was ich gemacht habe, Erfolg. Auch wenn der von außen oftmals erstmal als quasi unmöglich angesehen wurde. Ein Restaurant, ein mexikanisches, neben einer Tankstelle an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Da hat mir jeder gesagt, das wird nichts. Lass es sein, das funktioniert nicht. Im Sommer hast du keine schöne Terrasse. Das wird nicht klappen. Und es hat geklappt. Und zwar deshalb, weil es beseelt war. Weil es mir darum ging und all meinen Mitarbeitern darum ging, dem Menschen etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, dass das immer unterstützt wird. Jetzt haben wir schon ein paar Erfolgsverhinderer angesprochen. Und ich finde, wir können mal so ein kleines Brainstorming machen. Was könnte denn alles unsere Vision eines erfolgreichen Business torpedieren? Wir zählen mal auf, was hatten wir bisher schon? Wir hatten natürlich auch ein fehlendes Warum. Ja? Dann ist es sicher auch Gedanken über Geld, über wie fühlst du dich denn, wenn du ganz viel Geld verdienst? Jetzt werden viele sagen, boah, super. Und manche entdecken vielleicht in sich irgendwelche Störgefühle und sagen, naja, muss es denn gleich so ganz viel Geld sein? Es reicht doch, wenn ich so gut durch die Runden komme. Weil sie unterschwellig noch irgendwelche Glaubenssätze zu Geld und zu Erfolg haben, zu den Reichen. Dann geht es um das Thema Arbeit. Also wirklich, was muss man denn tun, um erfolgreich zu sein? Da gibt es bei uns in unserer Ausbildung immer wieder Leute, die sagen, ja, nur wenn du viel arbeitest, kannst du viel Geld verdienen. Das ist ein Glaubenssatz, der ist so einfach nicht wahr. Was gibt es noch für wichtige Erfolgsverhinderer? Gerade im Bezug auf Business. Kleinheit. Also wenn ich mich selber klein und unbedeutend fühle, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es gar nicht so richtig wert bin, dann kann ein Business schwerlich erfolgreich werden. Wenn ich nicht ganz überzeugt bin von mir und meinem Angebot, wenn ich gar nicht weiß und fühlen kann, was ich da für die Menschheit dabei habe, dann kann ich gar nicht überzeugend verkaufen. Walter sagt immer zu mir, du bist überall immer nur am Verkaufen. Also im Sinne von, du erzählst immer allen so begeistert von deiner Ausbildung und kannst du das nicht mal bitte lassen? Nee, ich kann es nicht lassen, weil ich wirklich so begeistert bin, dass ich es einfach automatisch immer erzählen muss. Und dann kommen immer ganz viele Menschen und sind ganz begeistert und wollen mitmachen. Aber das liegt daran, dass ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass das, was wir da anbieten, so gut und hilfreich ist. Und deshalb darfst du da schauen, ob da noch irgendwelche Gedanken und alte Glaubenssätze in dir sind. Manchmal kann es auch sein, und das war viele Jahre bei mir so, dass ich, um meinen Vater zu ehren, nie erfolgreicher mir selber erlaubt habe zu werden, als er es war. Das heißt, wenn du da jemanden in deiner Familie hast, auf den du blickst und er war erfolgreich, dann kann es sein, dass du dich vielleicht an ihm justierst und sagst, nee, um sein Andenken nicht irgendwie zu gefährden oder zu zerstören oder ihn vom Podest runterholen zu müssen, bin ich lieber etwas weniger erfolgreich als derjenige, den ich da so verehre oder der mir so wichtig ist. Oder aber du hast in deiner Familie schon jemanden gehabt, der mit der Selbstständigkeit wirklich in die Binsen ging, bei dem es nicht geklappt hat. Und auch das kann ein Erfolgsverhinderer sein, dass wir das schon einmal in unserer Familie oder von den Großeltern her erlebt haben und deshalb etwas in uns immer ist, was wir noch übernommen haben von unseren Großeltern oder Eltern in diesem Thema, dass wir eben auch glauben, nicht erfolgreich sein zu können, weil sie es nicht waren. Und wenn wir es dann jetzt wären, dann würden wir vielleicht irgendetwas da auch in der Beziehung möglicherweise gefährden, dann hätten wir so das Gefühl von, oh je, wenn die es nicht geschafft haben und ich schaff's jetzt, wie fühlen die sich dann? Oder vielleicht möchtest du auch deine Eltern oder Großeltern nicht ängstigen. Ich höre das so oft, dass Eltern und Großeltern sagen, werd bloß nicht selbstständig. Jetzt hast du so einen tollen, sicheren Job, bitte bleib dabei. Tu bloß nichts, was dich gefährdet. Und das sitzt dann richtig tief in unseren Zellen. Wir haben dann tatsächlich echt Sorge, dass sie recht haben könnten. Das heißt, wir dürfen unbedingt unsere alten Glaubenssätze und Gedanken und Gefühle, die noch in uns schlummern, die dürfen wir überprüfen. Das ist unglaublich wichtig, damit wir hier frei sind. Denn in uns sind festgelegte Programme.
die mit spätestens 35 ganz klar abgespeichert sind hier oben. Zum Thema Erfolg, zum Thema eigenes Business, zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema ich mit mir, zum Thema ich mit der Welt, zum Thema so werde ich dann gesehen, wenn ich was mache, was mir wirklich entspricht und was mich begeistert. Das sind alles so Programme, die dürfen wir ganz schön nochmal eruiert haben. Und wenn du diese Programme wirklich eruiert hast, beziehungsweise in dir gelöst hast, das kannst du wunderbar mit unserer Coaching-Methode der liegenden 8 tun, dann steht deinem erfolgreichen Business nichts im Weg. Und die Frage ist dann immer, was bedeutet Erfolg? Auch das geht nicht immer über 7-stellige Umsätze, sondern Erfolg bedeutet ja im Sinne dessen, wie du dich fühlen möchtest. Und das ist wirklich die große Frage. Wie möchtest du dich fühlen in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren mit deinem Business? Möchtest du reich, aber völlig am Arsch sein? Oder möchtest du in der Fülle sein, entspannt, zufrieden, erfüllt, erfolgreich sein? Das impliziert keinen 7-stelligen Umsatz, sondern es ist ein Seinszustand. Und darauf geht es hin. Wozu brauchst du 5 Millionen auf deinem Konto, wenn es doch eigentlich darum geht, sich gut zu fühlen? Und verstehe mich nicht falsch, 5 Millionen auf dem Konto sind wunderbar, die will dir gar keiner absprechen, aber sie als Ziel zu nehmen, das wäre nämlich ein Ziel, das lässt die Gefühle außer Acht. Es geht viel mehr darum, wie möchtest du dich fühlen am Ende dieses Jahres mit deinem Business? Wo willst du sein in 3 Jahren, in 5 Jahren in deinem Business, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kompagnons? Weil genau diese Beziehungen sind es, die dich letztendlich zufrieden machen, glücklich machen oder eben unglücklich machen. Und welche Werte stehen für dein Business? Erinnere dich an das Wertesieb, dazu haben wir immer mal wieder gesprochen. So eine Art Sieb, das aus vielleicht 5 wichtigsten Werten besteht, durch die jede Entscheidung in deinem Business durch muss. Und wenn da Ehrlichkeit ist, dann kannst du nicht die anderen bescheißen. Und oder sagen, nee, also die Steuer, die interessiert mich nicht, das biege ich mal so hin, wie ich es haben möchte. Ja, es sind Grundwerte, die du dort reinschreibst. Und Ehrlichkeit muss nicht dein Wert sein, aber du hast deine eigenen Werte und die sollten dein Business ausmachen. Wenn du hier deine Werte hast, aber dann deine Handlungen in die andere Richtung gehen, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube auch, es ist wichtig, mit welcher Energie wir auch unser Business gestalten und alles das, was wir machen. Das ist eben das, was wir immer wieder auch mit der Energiewolke beschreiben. Und wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne mehr auch lernen über das Thema Sichtbarkeit und vielleicht sogar deine Botschaft in die Welt bringen, dann haben wir eine ganz tolle Seminarleiterausbildung, die auch dieses Jahr wieder starten wird für dich. Trag dich ein in unserem Newsletter, dann kriegst du das auch direkt mit, wenn es wieder losgeht mit der nächsten Runde, die offen sein wird für alle Berufe. Also das heißt, du kannst, egal ob du jetzt bei uns die Ausbildung schon gemacht hast oder nicht, mit dabei sein. Und für alle die, die das Gefühl haben, ich würde so gerne überhaupt erstmal eine ganz klare Vision haben zu den verschiedenen Lebensbereichen in meinem Leben, dann möchte ich dich von ganzem Herzen einladen zu Walters Visionsseminar, das der Game Changer ist. Und das wird er sein für dich. Ein 5-tägiges, ganz intensives Seminar, wie so eine Art Retreat mit auch wunderbaren Meditationen, die dich genau in deine Vision führen und alle Erfolgsverhinderer und Bremsen aufdecken. Das wird stattfinden vom 30. September bis zum 4. Oktober bei uns hier in Frankfurt am Main, in der Nähe von Frankfurt in Rottgau, in unserem sehr geliebten Trip-In-Hotel, weil auch das ein Hotel ist, wo Menschen arbeiten mit ganz viel Herz und Liebe und Seele. Und du wirst dich dort mit Sicherheit sehr, sehr wohl fühlen, obwohl nicht alles perfekt ist. Und das ist eben auch etwas. Wir sind nicht perfekt. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht immer perfekt, aber sie kommt von ganzem Herzen. Und das ist auch manchmal so der Tod einer jeden neuen Entstehung eines Businesses, wenn wir glauben, es müsse perfekt sein. Wie oft haben wir dir schon von unserer Freundin erzählt, die schon immer gerne einen Podcast starten wollte, aber es nie getan hat, weil sie immer das Gefühl hatte, es ist noch nicht perfekt. Deswegen wollen wir dich wirklich einladen, zu starten und zwar jetzt, ohne darauf zu warten, dass irgendetwas perfekt ist. Uns ist es wichtig, dass du einen schönen Hintergrund hast, wenn wir dir einen Podcast aufnehmen. Ist er deshalb unbedingt immer perfekt? Nein. Gibt es manchmal Störungen? Hört man Geräusche? Oh ja. Aber nichtsdestotrotz ist da ganz viel Liebe dabei und das ist die Energie, die transportiert wird. Also ist das vielleicht auch die Energie, die maßgeblich deine Berufung, deinen neuen Job oder auch das, was du rausgeben möchtest, beeinflussen darf. Ja, und jetzt zum Schluss wollen wir dir noch auch kurz berichten, das, was ich im letzten Podcast erzählt habe. Ja. Nämlich, wir können Vollzug melden, genau nachdem wir
nach dieser Unsicherheit und den Komplikationen, ja, haben wir nun tatsächlich unseren Vertrag unterschrieben und wir werden dann ab nächstem Jahr an unserem Traumstrand wohnen, zumindest ein halbes Jahr. Und das ist wirklich ein Ergebnis einer Vision, auch wenn du es nicht glaubst, das ist, natürlich war es ein Ziel, ein Haus, aber nein, wir haben wirklich einen Zustand visualisiert. Wie wollen wir uns im Winter fühlen? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Die Hälfte in Deutschland, die Hälfte hier in Spanien auf Fuerteventura. Und wir können sagen, es hat funktioniert. Und das ist ein großer, großer Erfolg. Es ist für mich ein Jugendtraum, genau an diesem Strand zu sein, weil da bin ich sozusagen mit 18 Jahren hingekommen. Du siehst ihn hier hinter uns. Genau. Wenn du das Ganze auf YouTube anschaust, dann siehst du hier im Hintergrund genau den Platz, wo wir unser kleines, süßes Häuschen jetzt tatsächlich bekommen haben. Und das war etwas, wo das Außen gesagt hätte, es ist völlig unmöglich. Es ist auch völlig unmöglich, weil es nur eine Handvoll Häuser sind und die immer so ganz schwierig zu kriegen sind. Und ja, die einfach nicht verkauft werden, die werden eher vererbt. Und dennoch haben wir es hinbekommen. Und deswegen wissen wir, dass auch du deine Dinge hinbekommst. Und ich möchte jetzt auch zum Ende noch eine kleine Sache anmerken, denn das ist mir für mich sehr aufgefallen. Wir haben uns in diesem Jahr, wie jedes Jahr, zurückgezogen und reflektiert und geschaut, was wollen wir im nächsten Jahr leben. Und deswegen ist auch die Entscheidung gekommen, zu sagen, ein halbes Jahr hier auf Spanien oder in Spanien auf Fuerteventura arbeiten und leben und immer alles das, was wir machen, unter diesem Aspekt der Ressourcenschonung schauen und anschauen. Das ist etwas, was jetzt durch unseren Sieb darf. Also alles, was wir machen, machen wir unter diesem Aspekt auch der Ressourcenschonung. Deswegen war es uns wichtig, auch ein kleines Häuschen zu haben, sodass wir uns nicht immer so aufreiben müssen, wenn einer irgendwas arbeiten möchte, der andere muss dann immer ganz leise sein oder irgendwo hingehen. Das war alles nicht irgendwie das, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Und was uns auch aufgefallen ist, oder mir ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass du auch im Thema Zeit manchmal im Mangel sein kannst. Wenn du das Gefühl hast, du hetzt von Termin zu Termin und du hast irgendwie gefühlt nie Zeit, dann ist das Mangel, den du ausstrahlst. Mangel, der sich auswirken kann auf das Erreichen deiner Berufung, auf das Erreichen deiner Sichtbarkeit, auf das Erreichen deines Erfolgs, auf das Erreichen deines Glücks, deiner Fülle, auch was Geld anbetrifft. Zeit ist ebenfalls etwas, was wir immer so fühlen dürfen, als ist es in Fülle da, ohne es als etwas ganz Normales zu betrachten, das nicht relevant ist, sondern es zu wertschätzen, aber die Fülle der Zeit auch zu fühlen und sich die Zeit für die wichtigen Dinge auch zu nehmen. Das ist Fülle pur. Und wenn wir hier nicht auch schön in der Fülle sind, dann kann es sein, dass wir im gesamten Leben um uns herum mit allen Bereichen, die das Leben eben ausmachen, auch im Mangel sind. Und das sage ich deshalb, weil meine Schwester manchmal so früher an mir vorbeigehechelt ist, oh, wir haben doch keine Zeit, wir müssen doch gleich weiter, wir haben noch keine Zeit. Und das ist ein Mantra, das dürfen wir aufgeben. Du hast für alles, was dir wichtig ist, genug Zeit, wenn du sie dir wirklich nimmst. Und das soll so der letzte wichtige Hinweis, den ich dir noch geben wollte, sein, denn auch wir haben uns in dieser Zeit, in der wir unser kleines Häuschen visioniert haben, immer die Zeit genommen, egal was anstand. Und bei uns steht relativ viel immer an, haben wir uns immer die Zeit genommen, in die Vision zu gehen, egal wie unwahrscheinlich sie im Außen erschien. Wie lange hat es gedauert? Wir haben angefangen. Wir haben angefangen vor 3 Monaten. Ja. Und, verrückt, oder wirklich. 4 Monaten und haben uns aufgeschrieben, wie wir uns fühlen wollen. Und welche Aspekte, welche Attribute, welche Werte sollen dort gelebt werden? Und es bleibt abzuwarten, ob es dann wirklich so ist, aber wir gehen mal fest davon aus, weil der Platz ist jetzt da und definitiv. Jetzt dürfen wir unser Bestes dazu tun, dass es dann auch dort so ist und dass wir uns so fühlen. Und auch das hat wieder mit Werten zu tun und mit Eigenschaften, die wir dort leben wollen. Und das soll dich motivieren. Deine Vision, die muss sicher nicht an einem Strand sein, sondern es kann sein, es ist etwas ganz anderes. Es ist ein Business, wie wir heute schon gesprochen haben. Es ist vielleicht eine Beziehung, die sich endlich mal befriedet. Oder. Das sind alles Dinge, die Visionen sein können. Also frag dich, wie möchtest du dich fühlen? Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag in einem wunderschönen Leben und hoffen, dass du ja, dein Licht strahlen lässt und dein Licht tatsächlich diese Welt ein Stückchen heller machen lässt. Also, mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Bis bald.